Vielleicht mache ich gerade hier einen Schnitt. Oh nö, ging zu schnell. Naja, vielleicht doch. Oh, vielleicht. Werde ich sehen. Und wenn nicht, dann nicht. So, irgendwo muss ich ja die Folgen wir springen einfach runter. Wir sind doch mutig. Hep. So, irgendwo muss ich... Ich muss aber auch wieder hoch, ja. Irgendwo muss ich ja das Video schneiden. Ah, guck mal, da, da. Da kommt so ein kleiner Zombie auf einem Hühnchen. Na, komm her, komm her. Das sieht lustig aus. Jetzt reißt sie auch den Kopf auch noch weiter. Finde ich eigentlich cool, aber es ist schon erschreckend. So, Hühnchen, mach da nichts draus. Der blöde Zombie ist tot. Wo ist es jetzt hin? Da, ja. Naja, es geht ihm wieder gut. So, also, jetzt haben wir den blöden kleinen Zombie da auch erledigt. Ah, ich kann mal was essen. Der hat ordentlich Zug drauf, ne? Nö, nö, schnell weg. Der hat uns ordentlich Schaden gemacht. Oh, wo bin ich jetzt hier? Ich muss ja da lang. Dann gehe ich mal da. Also hier ist schon mal so eine freie Fläche, ja, das ist gut. Dann haben wir hier noch einiges an Wald, was weg soll dann. Auch gehen wir doch mal hier. Ja gut, ich meine, da komme ich jetzt bei der Birkenholzhütte. Ich will ja zum Lager. Nein, ich will jetzt nicht großartig rumlaufen. Ich will ja noch einige Sachen erledigen, aber ich glaube, das meiste haben wir schon erledigt. Ein Blick auf die Liste bestätigt das, ja. Na, hoch da. Aber... noch ist nicht alles getan. Mal noch ein bisschen auf Eisentour gehen, wäre auch nicht schlecht. Wo muss ich jetzt hin? Irgendwie da lang. Ich habe schon wieder Hunger. Erst aus dem Wald raus hier. So, da kann ich mal eben was essen. Okay, niemand zu sehen. Sehr gut. Dann räumen wir jetzt diese Sachen noch weg. So, und wenn wir nachher noch Zeit haben, es ist eine gute halbe Stunde vorbei. Also das läuft jetzt gerade, das wird jetzt gerade so die dritte Folge. Also für diese Aufnahme jetzt. Holz. Was ist das für Holz? Eichenholz? Schwarzeichenholz? Nee, das ist Eichenholz. Nee, doch, Schwarzeiche. Eiche, Eiche, okay. Schwarzeiche, Schwarzeiche. Das auch. Also gut, dann kommt das zur Schwarzeiche, ne? Da. Das und das da. Okay, und dann haben wir noch schwarze Eichenholzerzeugnisse. Da, da, da. Was ist das denn? Sandstein. Okay. Da habe ich Erde gesehen. Wenn auch nicht viel. Da ist noch Werkzeug. Das, das, da. Okay. Waffen. Da und da. Da noch Holzsachen. Die Leiter. Okay. Und Stöckchen. Dann Setzlinge. Halt, die sind da. Nee, da war Laub. Hier. Da, Lebensmittel. Das da. Oh, die Eier auch. Was war das? Zuckerrohr war doch hier bei Saatgut. Ja, genau. Okay, dann haben wir noch Kohle. Und dann hier sonstige Sachen. Das Zeug hier, das Zombiefleisch, das schmeiße ich dann weg. Irgendwann mal. So, was haben wir noch jetzt hier? Bruchstein. Das war doch... War das hier? Ja. Da. Oh, ich sehe gerade, da ist noch Eisen. Ist da noch... Moment. Nein. Dann haue ich das Eisen jetzt mal da rein. In unsere Werkstoffkiste. Und auch das hier. Das kann ich gleich mal zu Knochenmehl verarbeiten, weil ich mit den Knochen ja sonst auch nichts anderes mache. Naja, aber wer weiß, vielleicht fällt mir noch was ein, dann mache ich das nachher. Jetzt erstmal brauche ich das Knochenmehl ja nicht. Sand. Sandstein. Da fällt mir was ein. Ja, das habe ich aber schon erledigt. Okay.
Gut, dann ist das auch erledigt. So, jetzt werde ich mal nochmal gucken auf die Liste. So, Kisten umräumen. Haben wir gemacht. Bruchsteine. Was wollte ich mit Bruchsteinen? Wahrscheinlich wollte ich die mitnehmen, aber ich habe ja welche drin jetzt hier. In der Expeditionskiste. Gut. Dann noch ein bisschen Feldarbeit und Eisentour. Auf Eisentour gehen. Wie sieht's aus? Ja. Es ist Tag. Dann will ich mal... Oh. Ich brauche noch eine Schaufel. Dann will ich mal ein bisschen auf... bisschen Feldarbeit machen. Das Feld erweitern. Stöckchen mitnehmen. Und ja, jetzt baue ich mir erstmal eine Schaufel. Ja. Kann ich gleich noch eine bauen. So. Na, die restlichen Sachen kommen dahin. Das und das. Okay, und jetzt... ach ja, Saatgut mitnehmen. Genau. Damit ich da auch gleich was... falsche Kiste. Ja, das ist überhaupt der falsche Raum. Da. Na, so, so. Ich nehme einfach mal alles mit. So viel werde ich zwar nicht brauchen, aber ist jetzt egal. Und ich wollte noch Öfen bauen. Genau. Ja, das ist aber jetzt nicht wichtig. Das kann man dann mal machen. So, dann lasst uns mal das Feld erweitern. Also eigentlich sollten wir jetzt, so wie ich das sehe, vorbereitet sein für alles, für die große Expedition. Hier mache ich mal weg. Oh ja, da hinten. Also ich erweitere das Feld jetzt hier in diese Richtung. Um vier, um eine Breite von vier Dingbums. Blöcke. So, und das noch? Ja. Moment, ist das richtig hier so? Ja. Jetzt mache ich hier erstmal den ganzen Platz hier. Das da soll... Oh, das war die Schaufel. Dann geht's weiter mit der neuen. Okay, also. Und da noch mehr. Und das da noch. Oh, ich sehe gerade, das ist... Das soll natürlich auch weg. Soll ja auch ein bisschen Licht hinkommen hier. So, dann machen wir das noch weg hier. Da kommt sowieso noch mehr weg. Und dann muss ich das hier noch wegmachen, weil ja da noch Erdboden hin soll. Das lasse ich jetzt erstmal hier, die Steine links. Der kann noch weg, genau, der auch, okay. Bevor mir das ganze Wasser da rausläuft, mache ich erst wieder das hier mit Erde. Ganz voll. Das ist dann viel bequemer. Da. So, da. Das haben wir auch. Oh, nur zwei sind übrig geblieben. Gut. Dann kommen die jetzt weg und werden durch Erde ersetzt. Und Moment, ich kann ja das Wasser aber... genau. Bis hierhin fließen lassen. Jetzt fehlt hier noch ein Eimer. Dann werden wir uns da nochmal einen Eimer reinhauen. Oh, da kann ich ja noch Erde hinklatschen. Oder ja, muss ich auch. Aber ich habe genug da. So, bis hierhin. Ja, ich mache das auch mal zu. Ah, der Frosch im Hals wird immer größer. Na, da. Machen wir eben hier zu. So, dann. Achso, muss schon die richtige Taste drücken. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell gelaufen. So, da. Bin ich jetzt gehopst? Ja, vielleicht ein bisschen auch.
Naja, dann erst so. So. Vielleicht wächst ja noch ein bisschen was, aber ja, ich glaube nicht. Ja, wir haben jetzt genug Brot und unterwegs kann man sich ja auch noch Brot machen. Ja, nee, Brot machen nicht, aber... da muss ich dann eben, was ich... Wenn das Brot ausgehen sollte, dann muss ich Schafe... Schafe töten und so weiter. Das will ich zwar nicht gerne, aber ist dann eben so. Es wird schon wieder dunkel. Okay. Dann, naja, jetzt will ich da wieder runterspringen, dann ist das wieder alles weg. Also, dann esse ich noch mal eben ein Brötchen zur Verstärkung. Zur Stärkung. So, und dann kommt da noch mal Saatgut hin. Und dann will ich da noch einen Eimer in die Kiste stecken. Das macht sich ganz gut. Weil wir doch immer wieder hier mit Wasser zu tun haben. Und die letzte Spur noch. Oh, das war's schon. Mit Körnern. So, haben wir jetzt überall Körner hingesät. Da ist noch was frei. Da noch, da noch, da noch. Da und da. Da, so. Da auch noch. So, jetzt sollte aber alle... ach, ist nur ein Hühnchen. Ich will jetzt mal lieber noch hier einen Streifen Erde hin machen. Da ist ein Schaf hier, gut. Mal ein bisschen umsehen, dann einmal. Okay, das reicht. Falls da ein Schaf oder sonst irgendwas von hier kommt, dann springt es erstmal auf einen Streifen Erde und nicht gleich aufs Feld. Ja, komm her. Was hast du mit für uns? Nur Erfahrungspopel? Sonst nix? Keine Rüstung? Sehr langweilig. Na, dann vielleicht du. Hier da, du hast die Kettenrüstung an. Gib mal her. Das blöde Zombiefleisch kannst du behalten. So, nee, das will ich nicht. Okay, dann sind wir jetzt hier mal fertig. Dann, oh, Moment, was habe ich da gesehen? Ah, nix. Ist einfach nur noch nicht ganz bewässert. Gut. Was war das? Nee, das ist einfach nur noch nicht so weit gewachsen. Gut. Da könnte ich auch mal hier das wegmachen. Aber jetzt will ich erstmal schlafen. Nicht mich da draußen rumtreiben. Ach so, ich laufe jetzt einfach hier ins Lager. Ja, die Skelette nehmen wir aber noch mit, ne? Und die Spinne auch noch, wenn sie denn da ist. So. So, ich krieg die auch noch klein hier. Na, siehst du? Ja, bin ein bisschen gespickt mit Pfeilen, aber eine neue Rüstung habe ich ja schon. Die ziehe ich aber jetzt noch nicht an. Oh ja, so lange hält die Rüstung auch nicht mehr. Aber das macht nichts, denn ich ziehe sowieso bald eine neue an. Und hier, das kann weg. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Da haben wir noch Erde, ein bisschen aufräumen jetzt. Erde, Bruchstein. So, dann sonstiges, war doch hier, ja. Waffen und Baumaterial, ne, wie heißt das? Werkstoffe, habe ich das genannt, gut. Dann Waffen, da die Pfeile. Blumen sind doch hier. Ja. Und Saatgut. Okay, damit ist alles aufgeräumt und wir hauen uns ins Bett. Und schlafen eine Runde. Und was machen wir dann? Ah ja. Feldarbeit kann ich streichen. Ist jetzt erledigt. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Vorbereitet ist alles. Ja, dann... Was machen wir denn? Auf Eisentour gehen? Das wäre nicht verkehrt. Also ich könnte jetzt auch hier noch ein bisschen Erde wegkloppen und Sachen. Aber auf Eisentour gehen wäre sinnvoll.
Ich habe noch nicht so richtig Lust dazu, ne? Das ist das Problem. Ja, auch eine schöne Textur. Ja, das finde ich ganz schön, dass die Texturen, also die Spinnen und die Zombies und so weiter, andere Texturen haben. Ja, ach, oh, scharfe Scheren. Ja, vielleicht haben wir schon wieder mehr Wolle. Oh ja, doch, das sieht so aus. Jetzt habe ich natürlich keine Schere mit. Oh ja, einige. Aber da ist zwei, die grauen Schafe da. Nicht. Aber ich... Nein, nein. Oh nee. Und er hat sogar den Zaun kaputt gemacht. Ja, okay, ich kann jetzt schnell wieder reparieren. Drin bleiben hier. So, okay. Jetzt habe ich noch ein bisschen Erde mit. Das fülle ich da wieder ein. Ah, diese verdammten Creeper.